Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Company of Heroes. Immer noch in der Kampagne Amerikaner. Ich versuche nochmal dieses Gebiet einzunehmen. Den Text kennen wir schon. Wir haben schon mal versucht, dort Fuß zu fassen und ich habe versagt. Und Gina darf sich um die Nebenquest kümmern. Ich glaube, die hat mir das Genick gebrochen. Nun hoffe ich mal irgendwie, dass unsere Trupps wieder Leute kriegen, weil wir haben da noch Bereiche, die doch ziemlich schwer zum Einnehmen sind. Und sieht keiner, wie ich das machen soll. Also ich habe so einfach einen Fehler gemacht. Ich hätte vielleicht abschneiden sollen und somit killen sollen. Ich muss mich gerade so drauf konzentrieren, die Verteidigung anzugreifen, die scheiße sind. Nach einem zweistündigen Panzerkampf bei Stoumont ging den Deutschen der Sprit aus und sie mussten zurückfallen. Niemand rechnete so schnell mit einer Gegenoffensive. Die deutschen Kräfte sind zahlreicher als unsere Truppen, doch die Treibstoffknappheit ist unser unverhoffter Vorteil. Wenn es unseren Jungs gelingen sollte, die Treibstoffreserven der kleinen Stadt lange genug zu halten, kommt die deutsche Kriegsmaschinerie zum Erliegen. Jetzt dann mal los, wa? So. Okay, so sieht die Lage aus. Die Deutschen haben beim Vorstoß in das Gebiet ihren Treibstoff vergeudet. Wenn wir sie von den übrigen Reserven in Stoumont abschneiden können, kommt ihr Angriff zum Erliegen. Männer, dieser Einsatz wird Ihnen viel abverlangen. Ausgangspunkt ist das städtische Sanatorium. Mhm. Wenn wir die Position halten und den Treibstoff dort sichern können, sind die deutschen Panzer nutzlos. An die Arbeit, Doc! Ja, ja. Wenn ich unsere Brückenfeuer befehle, schießt in seine ungefähre Richtung, auch wenn ihr ihn nicht seht. Warten Sie, was ging hier mit? Unterdrückt einfach den Verdammten. Hat sonst noch jemand Lust? So. Das wird eh wieder komplett schief. Oder mal haben wir dann hier Flammenwerfer. Ja, nachfolgen! Los geht's! Und hier. Unser Trupp erwartet Befehl. So gut. Jawohl. Nimm das Zweibein. Auf geht's. Hauen die auf jeden Fall. 230. Kann ich schon mal bauen. 20. Ein Captain ist unterwegs aufs Schlachtfeld. Ich kann nicht glauben, dass ich mich hierfür gemeldet habe. Da hatte ich echt nicht mehr alle Tasten. Ja, das stimmt. So, schöne Meinung. Truppen bereit zum Einsatz. Los. Aufgepasst, Jungs. Macht euch fertig. Macht das Gerät zum Transport bereit. In Ordnung. Bewegt euch. Bereit. Wir rücken hinter die Linien der Crowds vor. Wir werden hinter feindliche Linien vor. Alles klar. Macht euch bereit. Abrücken. Wir wechseln die Position. Wow, als ob sie sofort die Infanterie getroffen von dir. Und zu einem Fehl. Wow. Ist doch gut. Da wir einen Haufen Dienst kriegen, bin ich der Meinung. Das Beste aus eurer Lage, Jungs. Habt ihr von Anfang an alles entgegen, was ihr habt? Wo zur Hölle ist... So langsam
Es kann alles passieren, also passt auf. Bereit zum Losmarschieren. Hey, Junge. Versammelt euch! Abrücken! Los geht's! Runter in den Dreck! Wir rücken hinter die Linien der Crowd. Durchbrecht jeden Angriff. Wir müssen den feindlichen Standort erreichen. Wehrtrupp ist bereit für den Einsatz. Rein, heute bin ich in meiner Reihenbahn. Lass die Männer antreten. Machen wir uns ran. Crowd-Infanterie! Tötet diese verdammten Krautfresser! Ein Gewehrtrupp wartet auf seine Befehle. Wir haben was zu tun. Also gut, ihr Pfeifen. Alles teilt euch auf und bemannt die Waffe. Sichern wir uns ein Stückchen Boden. Nach diesem an die Arbeit. Macht euch bereit. Hey, legt einen Zahn zu. Bringen wir die Sache hinter uns. Alles klar. Los, Jungs. An die Arbeit. Abrücken. Los geht's. Auf die Beine. Bereich gesichert. Bringt die Truppen in Ordnung. Wir gehen los. In Ordnung. Sanatorium unter unserer Kontrolle. In Ordnung. Macht euch bereit. Schnelle Defensivlinie erstellen und Gegenangriff vorbereiten. Vielleicht ich rede nur Blödsinn, aber immerhin habe ich... Doch, wir können jetzt den holen. Der ist richtig. Also ich verstehe diese Ungeduld nicht. Wir werden schon früh genug zurück... Hört auf damit und spitzt die Ohren. Abrücken. Los geht's. In Ordnung, bewegt euch! Abrücken, los geht's! In Ordnung, bewegt euch! Macht abrücken, los geht's! Panzerabwehrkanone bereit! Kontakt! Feinde nähern sich entlang der Straße! Haltet euch dran und alles ist in Butter! Geschütz sicher! Wir sitzen hier in der Scheiße! Aussteigen fertig! Jemand soll das Ding anwerfen! Nehmt unseren Treibstoff, wenn nötig! Tennant wurde auf das Schlachtfeld entsandt. Gütiger! Das hat gesessen! Schlachtförderung! Bereit. Das waren nur die Späher. Die kommen mit Verstärkung wieder. Den Crowds geht wohl langsam der Sprit aus. Sie lassen ihre Fahrzeuge zurück. Wenn wir ihnen die Reserven wegnehmen, können wir sie mit ihren eigenen Geräten schlagen. Die Deutschen fahren schon mit den letzten Tropfen. Ohne Treibstofflager sitzen sie auf dem Trockenen. Wir haben Befehle, Sergeant. Rückt aus. Schießen Sie los. Achtung, auf die Beine, Mädels. Aber bevor ich das eigentlich verwandt habe, passt das selbst Treibstoff. Ich habe das selbst eigentlich keinen wirklichen. So, ich lasse es ab sofort nicht mehr in der Basis stehen. Ihr kommt schon mit hier nach oben. Geht mit hier hoch. So. Wir jedenfalls nicht. Kann ich mit euch irgendwas bauen? Panzersperre.
kann schon einen Kirschlang noch holen. Alles herhören! Reparaturtrupp zu mir! Also erwartet keinen Spaziergang. So langsam kriege ich. Lasst euch nicht ablenken. Bleibt in Bewegung. Vielleicht muss ich mal ein bisschen nach oben schieben. Hol den Mörsertrupp. Wir gehen los. Es sieht in Ordnung. Wir gehen los. Auf, Männer! So. Schwerer MG-Trupp erwartet Befehle. Ich brauche die in der Ausbildung. Ich hab die Kanone. Fertig. Gute Arbeit, Jungs. Jetzt bringt das Ding zur Linie. Bereit zur Abfahrt. Setzen wir uns in Bewegung. Die Deutschen haben noch eine Kompanie im Kampfgebiet. Machen Sie sich bereit für wiederholten Beschuss. Sie werden versuchen, Schwachpunkte in der Linie zu finden. Seien Sie bereit. Bereit. In Ordnung, bewegt euch! Seht zu, dass ihr ich bin bereit. Dieses Mal werde ich uns auf die Nebenziele konzentrieren, wie gesagt. Ich werde nicht daran denken, hier hinzugehen. Na. Deutsche Einheiten versammeln sich am vorderen Kampfgebiet. Halten Sie die Linien in Bereitschaft. Bereit machen! Wir gehen los. Schon mal die Panzerabwehr reicht. Ich baue am besten gleich noch einen und so weiter. Ich baue das hier in Feldhaubitzer. Die kostet natürlich so, dass sie ihren Preis. Sind zur Zeit noch mehr. Warnbefehle! Hier machst du wieder einen Flammenwerfer. Die vorderen Truppen melden Feindkontakt entlang der Linien. Okay, dann los. Ich bin bereit. So. Jetzt kochen wir mit Gas. Beobachten, feuern, bewegen. Haltet euch dran und alles ist in Butter. Man greift in den Gegenangriff. Also als nächstes kommen die Feldhaubitzer. Nutzt eure Köpfe. Ich will nach Hause zu meinen Kindern. Klar. Reißt euch da draußen zusammen. Ich würde gerne noch mal nackte Frauen sehen. Was? Was macht das? Ach, ja. Anhand der Zeit zwischen dem Knall und dem Schuss lässt sich die Distanz zum Schützen berechnen. Was? In die Richtung. Können wir zu weit durch ins Gute Arbeit! Neu gruppieren und auf Feindkontakt vorbereiten! Meiner Meinung nach dürfte ich nicht mal so weit kommen. Ich meine, die sind bisher hergekommen. Maximale Gewalt und Aggression stehen auf der Tagesordnung. Lasst ihnen bloß keine Zeit zu begreifen, was hier eigentlich los ist. Versammelt euch! Deutsche Einheiten versammeln sich am vorderen Kampfgebiet. Halten Sie die Linien in Bereitschaft. Bereit machen! Das freut mich noch der Pizza. Wie stehe ich dann hier hin? Hier hin. Wo ist es schon hindreht, weil ich so kackpiepe, egal. Dann brauche ich die nächste Haubitze. Ich habe keinen Platz mehr für eine Haubitze. Negativ. Bataillon kann keine weiteren Männer schicken. Nicht wirklich, oder? Also gut, ihr Pfeifen. Alles herhören. Glaubt mir, für das Vaterland zu sterben, ist es nicht wert, nie wieder eine Nacht. Besatzung bereit. Okay. Das heißt auf keinen Fall. Und dann muss ich jetzt einfach warten. Machen Sie uns unsere Armee. Die ist eingestiegen. Ne? Wir haben ja noch die, die können was bauen. Komm, ich schaff's ja. Ich schaff's in der Zeit. Ich vertraue euch. Baut.
Feindliche Infanterie wurde bei Vorbereitungen zum Vormarsch beobachtet. Machen Sie Ihre Frontlinie bereit. Bestimmen Sie einen Feuerpunkt für diese Stellung. Denkt daran, in Bewegung zu bleiben. Egal, wenn was passiert. Wir eh nichts bauen können. Verteidigungsanlage bauen, Männer. Geh ich hier rauf. Aber irgendjemand hat sich eine goldene Nase. Wir wollen keine Gnade zeigen. Bitte hört nicht auf zu schießen. Hier geht es auf den Sack. Die Herrenkommandanten haben. Ich kann ja nichts hochbauen, also baue ich halt Verteidigungsstellen. Schlag zusammen, Männer. Mauer abgeschlossen. Was kommt als nächstes? Eine unserer Stellungen steht unter Beschuss. Richten Sie jetzt die Abwehr ein. So schnell gibt der Feind nicht nach. Kümmert euch um den Bau! Bauen schnell. Wenn wir auf Krautfresser stoßen, nehmen wir sie uns richtig zur Brust, verstanden? Wir müssen den Vorteil jetzt nicht durchkommen. Muss ich ausnutzen. Unsere Kampfstellung ist jetzt mit Artillerie. Deutsche Einheiten versammeln sich am vorderen Kampfgebiet. Halten Sie die Linien in Bereitschaft. Bereit machen! Ja, ich bin da schon nicht machen zwischen der Bereich. Wir müssten ein Gerücht verbreiten wie damals in der Normandie. Wisst ihr noch, als wir Jungs sagten, das Wasser sei verseucht, sodass sie nur noch Wein dachten auf eure Sektor? Jawohl. So ein Gerücht könnten wir auch machen. Markiert die Ecken und los geht's. Ich baue schon mal wieder hin. Stacheldraht. Bereit machen zum Stellungswechsel. Schießen wir ab und hauen dann ab. Dann haltet die Augen auf die Tankstelle. Und die Tankstelle. Ja, aber. Alles bereit zur Abfahrt? Wisst ihr, was fällt? Rahmenbefehle. So, ich jetzt bin noch mal in die Stellung. Männer, haltet euch bereit. Wir wechseln das Einsatz. Ich wollte halt dann noch ein bisschen weiter dran vorbeischieben. Es geht los. Unglaublich, was? Also die Bobos sperren sich jetzt nicht aus, oder? Nicht bummeln. Wir dürfen niemanden verlieren. So, und dann hier drüben noch. Markiert die Ecken und los geht's. Laut eingehenden Kontaktberichten nähert sich eine feindliche mechanisierte Einheit. Machen Sie sich für einen dritten Angriff bereit. Bewegung zu bleiben, egal was passiert. Bleibt wachsam. Ich schon bereit gemacht. So. Schießen Sie los. Wir sind bereit. Oh, schießen Sie. Das war schlecht, Jungs. Der war scheiße. Es geht los. Verteidigungsstellung. Wir müssen einen mit dir rein, wenn wir eh noch nichts drin haben. Mehr kann ich eh noch nichts. Feinde überrennen eine unserer Stellungen. Jetzt schon wieder nicht mehr dort. Eine unserer Stellungen steht unter Beschuss. Was schießt jetzt wo? Fragezeichen. Macht weiter so, Jungs. Bleibt wachsam. Früher oder später tauchen die Crowds auf. Bewegt euch! Jetzt haben wir den Bunker verloren. Passt auf, Jungs. Macht euch fertig. Kann ich irgendwie eine Unterstützung bieten? Rahmenbefehle! Deutsche Einheiten versammeln sich am vorderen Kampfgebiet. Halten Sie die Linien in Bereitschaft. Bereit machen! Bereit.
Gehen wir. Bringt sie in Bewegung. Jetzt wird es Zeit offenbar. Zeit für diesen Gänsemarsch. Position und Brustpressern. Wir wechseln das Einsatzgebiet. Bereit. Achtung. Auf die Beine, Mädels. Auflösen. Wir müssen weg. Zusammen, Männer! Wir sind fertig. Nicht bummeln. Wir dürfen niemanden verlieren. Lasst euch nicht aufhalten. Bereit! Erteilt den Befehl! Fahrer, bring uns nach vorn! Eine Panzerkompanie nähert sich! Konsolidieren Sie Ihre Panzerabwehr. Sie dürfen die Linie nicht durchbrechen. Ich kann ja nichts machen, Jungs. Obwohl, ich glaube, wenn ich jetzt durchbrechen, haben wir das auch geschafft, die Mission. Es scheint jetzt nur den Angriff zu erwarten und dann zack, bumm, gewonnen. Und die Erfahrung der Kompanie ist so hoch. Gerade. Besatzung bereit. Hört auf damit und spitzt die Abrücken. Los geht's. Schießen Sie los. Wir sind bereit. Macht euch bereit. In Ordnung. Bewegt euch. Oh, die Schickschweiße, genau. Umdrehen, ihr Wichser. Umdrehen, umdrehen. Nicht aufgeben. Die halbe Einheit ist tot. Wir müssen den Auftrag zu Ende bringen. Wir haben eine Kampfstellung verloren. Rechte Seite. Eines ihrer Fahrzeuge hat angehalten. Ich glaube, es hat keinen Treibstoff. Fast geschafft. Richtet die Abwehr ein. Eine weitere Streitkraft kommt sicher noch. Die noch eine kommt. Zusammenpacken. Beeilung. Mensch, das schießen ist Sie vorbei. Los. Hey, hier da. Bleibt zusammen. Zusammen. Abrücken. Los geht's. Bleibt zusammen. Rückt aus. Passt auf euren Abstand auf. Mir nach. Kannst du sagen, ich habe einen Krieg zu erwarten. Versammelt euch. Deutsche Einheiten versammeln sich am vorderen Kampfgebiet. Halten Sie die Linien in Bereitschaft. Bereit das machen. Von Ihnen. Mein Vater arbeitet für Los geht's. Ja. Meine japanischen Geheimwaffe. Markiert die Ecken und los geht's. Los geht's. Bring uns zu dieser neuen Position. Bewegung. Bring den Panzer zu dieser Position. Und eine Gruppe, die nicht gebraucht wird. Bringt sie her, dann ab. Es geht los. Es kann alles passieren, also passt auf. Bereit. Bau abgeschlossen. Was kommt als nächstes? So, achtet auf eure Sektor. Ich glaube nicht, dass ich noch genug Treibstoff auf 3 oder 2. Holt die Werkzeuge raus, dann die Arbeit. Wir bräuchten ja. Die Deutschen stellen Kommandoeinheiten auf. Sie scheinen verzweifelt zu sein. Dies ist ihr letzter Einsatz, das Gebiet zu sichern. Also, wenn der Krieg vorbei ist, kriege ich jedes Bild, das ich will. Panzerabwehr bereit! Die Crowds schicken uns schwere Panzer entgegen! Schön, dass ihr nächstes Inner abgekackt ist. Lasst euch nicht ablenken. Bleibt in Bewegung. Das ist wenigstens ein Vorteil, den ich gerade sehe. So. Die Augen nach vorne und bereit machen. Wir haben uns im Visier! Panzer bereit.
abwärts drehen. Panzer abwärts drehen. Panzer abwärts drehen! Nicht zurückschlagen lassen. Schickt alles hoch, was ich finde. Ich genau, ich ging den Stock machen, weil gerade weil der doch nicht gut angekommen ist. Ziehen sich jetzt. Haben es geschafft. Stumor ist gesichert. Als trotz, ne? Wenn du das mal betrachtest, die haben so angegriffen. Hätte uns gerade trotzdem fast auseinandergenommen. Und sie hätten uns jetzt trotzdem fast besiegt an der Stelle. Sie gerade eingerückt sind. Das war's. Wir haben die Schlacht gewonnen. Und es war zu hart. Es war wirklich hart. Für so einen Angriff, den eigentlich nur. Boah, ne. Ne. Das war. Totaler Krieg. So. Kann man die Stärke da. Man lernt hier draußen jeden Erfolg zu schätzen. Die Jungs haben Mut bewiesen, als sie den deutschen Vorstoß nach Stumont aufgehalten haben. Jetzt wissen wir, dass sie ihre Fahrzeuge nicht auftanken und uns angreifen können. Wir haben Ruhe. Zumindest vorerst. Unsere Verluste hielten sich in Grenzen. Das ist der Grund, warum ich überhaupt hierher zurückgekommen bin. Um so viele dieser Jungs vor dem Grab zu retten wie möglich. Okay, so kommt es noch was, oder? Nein, die Einheit fliegt jetzt nicht wirklich darüber. Okay, dann hab ich jetzt echt keine Ahnung, was wir dann machen sollen. Die Einheiten gehen echt nah, aber wir haben nicht mehr viel so gesehen. Wir haben hier noch eine, da sollen wir einfach nur verteidigen wieder was. Okay, hier müssen wir nur noch verteidigen. Hier zwei Brücken. Was haben wir dann hier oben? Feindliche Hauptquartier zu schön, das ist natürlich schon ganz harter. Ach, das ist das Asozialste, das existiert. Nur Tötung durch Fahrzeuge senkt feindliche Punkte. Ach du Scheiße. Was haben wir oben noch? Was? Mhm. Ganz hier hinten haben wir noch. Okay. Ich würde sagen, wir enden die Folge von Kompanie of Heroes 2. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Wir sehen uns bis zum nächsten Mal und tschüss.